Ich freue mich, dass ich heute den Abschluss hier machen darf auf der Konferenz. Ich möchte heute ein bisschen über agile Mythen sprechen. Ich habe so die letzten Wochen ein bisschen mich mit beschäftigt, ein paar Mythen mal zu sammeln, die es so gibt. Ich bin sicher, der eine oder andere Mythos wird euch auch schon mal begegnet sein. Und möchte so ein bisschen mal darüber reden, wie viel ist denn dran an dem Mythos. Und vielleicht ist es ganz gut, wenn ich noch irgendwo eine Uhr sehe. Ich habe meine Hand gelegt, das reicht. Und ich fange auch gleich mal direkt an. Und zwar mit Nummer 1. Agil bedeutet keine Dokumentation. Wer hat das schon mal gehört? Ja, immerhin schon ein paar. Jetzt fragt man sich natürlich, wo kommt denn das her? Und da muss man dann natürlich die Schuld beim agilen Manifest suchen. Und da steht hier auf zweiter Stelle, funktionierende Software mehr als umfassende Dokumentation. Jetzt steht da aber nicht, funktionierende Software und keine Dokumentation, die gerne manche lesen möchten. Es sitzt sicher auch der ein oder andere Entwickler hier im Auditorium, der das auch gerne so interpretieren möchte. Dokumente schreiben immer so ein bisschen lästiger Art Ding ist, aber es ist natürlich Quatsch. Auf der anderen Seite muss man sich natürlich fragen, ob es immer so wahnsinnig viel Sinn macht, so telefonbuchdicke Dokumente zu schreiben, bevor überhaupt eine Zeile Code geschrieben wird. Ich bin erst letztens wieder auf Dokumente gestoßen aus dem Jahre 2009, wo sehr ausführliche Use Cases beschrieben worden sind, sehr ausführlich Konzepte beschrieben sind. Das Produkt ist bis heute nicht am Markt. Ja, also dann fragt man sich dann, was ist der Wert von diesen Dokumenten, wenn ich nachher gar keine funktionierende Software hinten bei raus habe. Gar kein Wert ist da dran, ganz klar. Trotzdem ist natürlich so, dass in Agilität natürlich ganz klar Dokumente geschrieben werden. Bloß statt die am Anfang so 6-monatige Requirements und Designphasen zu machen, wie das auch diverse Großkonzerne, die hier auch anwesend sind heute, gerne machen, und man nachher so mit ein paar Millionen Euro Dokumente produziert ohne Ende, nur um nachher festzustellen, ups, da war gar keiner dabei, der sich sowas auskennt, können wir wieder wegwerfen oder nur die Hälfte davon gebrauchen. Und stattdessen versucht man eben hinzugehen, wir schreiben so viele Dokumente, wie wir brauchen, dass wir loslegen können und dann werden iterativ weitere Dokumente einfach nach und nach geschrieben. Das macht ja auch am meisten Sinn, weil dann wissen wir zumindest, wie es nachher aussehen soll, anstatt dass wir dauernd nacharbeiten müssen. Wie viele Leute kennen Dokumente, die irgendwann geschrieben worden sind, die aber überhaupt nicht mit der Software übereinstimmen? Oh, ja, genau, das passiert nämlich sehr oft. Man schreibt die ganzen Dokumente, man macht die Software, irgendwann vergisst aber die Dokumente wieder anzupassen später. Also, aber ganz klar, eine Agilität wird auch dokumentiert, logisch. Dann auch ganz oft, agil ist Anarchie. Schon mal gehört? Ja. Ich habe mal mit einem Manager gesprochen, auch in einer sehr großen Firma, die auch hier anwesend ist. Ich wollte bestimmt wissen, wer das ist, aber ich sage es auch. Und da habe ich auch gesagt, pass mal auf, Selbstorganisation in solchen Teams. Und er so, Selbstorganisation, ach du meine Güte, das bedeutet ja Anarchie, die machen, was die wollen. Ja, wie kann ich das dann da wieder einfangen? Es gibt natürlich auch einen oder anderen Entwickler wiederum, der das genauso sieht. Hey cool, wir machen Scrum, ich kann machen, was ich will, genial, super. Ist natürlich auch wieder Quatsch. Weil um ein selbstorganisiertes Team zu bekommen und um zu erreichen, das, was hinten mal rauskommt, was ich gerne haben möchte, muss ich natürlich wiederum in irgendeiner Form Ziele vorgeben, muss ich Constraints vorgeben in meinem Projekt. Und nur wenn ich diese Dinge mache, nur dann kann ich eben wirklich sicherstellen, dass das Team auch selbstorganisiert zu einem vernünftigen Ergebnis nachher kommt. Martin haben wir heute schon mal kennengelernt. Ich komme nachher noch mal kurz ausführlicher drauf zu sprechen. Der hilft so ein bisschen eben aus der Management-Sicht einfach diese Constraints, diese Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen eben so ein Team nachher agieren kann. Und in diesen Rahmenbedingungen kann das Team dann sehr wohl selbstorganisiert agieren. Und wie wir es auch vorhin so schön gesehen haben beim Fritz, der das Scrum wieder aufgezeigt hat, wir haben ein Review. Spätestens nach 4 Wochen haben wir ein Review und dann kann er jederzeit sagen, das ist nicht das, was ich haben will. Und kann wieder dagegen, also kann wieder im Prinzip mit den Leuten sprechen und kann gucken, auf den richtigen Weg zu bringen. Also es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, eben genau diese Anarchie einzudämmen. Nächste Agile-Mythos. Agil bedeutet auch immer gleich schneller. Schon mal gehört? Wer hat es schon mal gehört? Ja, auch ein paar Leute. Übrigens, wer weiß, was für Notenwerte sind es da oben? Das sind? Ach, 16. Nein. Mäh. Nächste. Fangen wir mal Fachmann Toni, das sind?
Hervorragend, 32. Also verdammt schnell. Man liest dann oft agil, ne? Also agil bedeutet, boah, ey, die rennen sowas wie los, die machen hier die Produkte, hauen die hinten raus ohne Ende. Wahnsinnig schnelles Arbeiten. Das heißt ja auch Sprint. Ne? Also Sprint, das heißt, die Entwickler rennen auch die ganze Zeit im Sprint und hauen den Code nur so raus, dass die Tastatur so aus dem Fenster fliegt. Nein, heißt es nicht. Agilität heißt erst einmal langsam. Ja? Bevor wir irgendwie agil irgendwo Scrum einführen, ist das allererste Mal, wir drücken erstmal ordentlich auf die Bremse. Ja? Und warum? Weil wir anfangen müssen, einen ganz, ganz großen Wert darauf zu legen, wie wir Software schreiben. Also wir müssen von Anfang an, Software-Craftsmanship ist ja auch ein ganz großes Thema mittlerweile, wir müssen einfach von Anfang an darauf Wert legen, eine qualitativ hochwertige Software zu machen. Und wenn ich Qualität reinbauen will in meine Software, braucht es einfach mehr Zeit, wenn ich es aber nur runterhacke, ja, wie es halt oft gemacht wird. Und nur wenn ich im Prinzip von Anfang an diese Qualität reinfließen lasse in die Software, kann ich dann nachher sicherstellen, dass ich vielleicht doch irgendwann ein bisschen schneller werde. Und testgetriebene Entwicklung, Continuous Integration, Pair Programming, das ist alles erstmal Dinge, die uns erstmal langsamer machen. Das andere, was auch ganz wichtiger Bestandteil ist, dass wir auch anfangen zu überlegen, welche Features sind denn wirklich wichtig für unser Produkt. Es ist halt immer noch so, dass viele Produktmanager, Product Owner noch nicht gelernt haben zu sehen, okay, was muss ins Produkt, damit es der Kunde nimmt und brauchen kann. Und was sind unnötige Ballaste, die irgendwie in die Software reingepackt werden? Also man kennt es ja, gibt auch glaube ich, von Standish wieder so ein Report, 60% der Funktionalitäten in Software wird gar nicht oder selten benutzt. 60% Waste, der eigentlich nicht notwendig ist. Und was halt immer Magie wiederum versucht, sich zu fokussieren auf die Dinge, die wirklich wichtig sind, die vernünftig zu machen und die dem Kunden zu geben. Und den ganzen Schnickschnack kann man danach hinten reinmachen. Ja. Statt halt so eine eierlegende Wollmilchsau von in Iteration 1 zu bauen, versuchen wir erstmal ein sogenanntes Minimal Marketable Product quasi herauszuhauen und dann auf der Basis weiterzuarbeiten. Dann können ja die Sonderfeatures von irgendwelchen Kunden dazukommen, das ist ja alles prima, kein Thema. Aber dieser Fokus ist ganz, ganz wichtiger Bestandteil von agilen Methoden. Und dadurch, dass ich die Ballast über Bord werfe, dass ich eine hohe Qualität einbaue, dadurch in der Lage bin, meine Software leichter zu erweitern und solche Dinge, weniger Bugs nach einer Software drin haben, dadurch wird es im Endeffekt auch schneller. Aber es wird nicht schneller, weil die Leute schneller arbeiten, sondern einfach schneller, weil man sich von Dingen trennt und eine höhere Qualität reinarbeitet. Nächste agile Mythos, auch ganz bekannt. Silver Bullet, die Wunderwaffe. Hatten wir schon mal, was war es? Rational Unified Process, CMMI, Six Sigma. Was gibt es noch? Ich glaube, da können wir wahrscheinlich, gibt es einige Leute, die schon ein bisschen länger dabei sind, die können halt immer ganz andere Prozesse aufzählen. Und irgendwie war jeder dieser Prozesse wiederum einer, der uns retten wird, unsere Projekthölle zu überstehen, unsere Produkte rechtzeitig fertig zu bekommen. Und das war das Gleiche aber bei Scrum und Agile eben auch. Ja, man hat gedacht, hey, Scrum, haben wir gehört, soll super sein, alles wird schneller, alles wird schöner. Super Wunderwaffe. Das Problem ist aber, wie bei jedem Prozess, wenn ich in meinem Prozess eben nicht darauf achte, was ich hineingebe, dann kommt halt auch entsprechend Müll hinten raus. Also ich sag mal Garbage in, Garbage out. Ja, wenn ich mein Team, das von mir jetzt agil arbeitet und vielleicht zuarbeiten möchte, wenn ich es halt fütter mit irgendwas, damit die was zum Arbeiten haben und die irgendwie vor sich hin wurschteln, dann mögen die in Iterationen schöne Wurschteleien hinten raus machen, aber das ist nicht das, was ich nachher haben möchte. Also nur indem ich Scrum einsetze, habe ich noch lange nicht gewonnen und dadurch ein besseres Produkt am Ende hinten rausbekomme. Deswegen muss man auch ganz eng eben mit der Umgebung zusammenarbeiten, Produktmanagement zusammenzuarbeiten, um zu gucken, was ist wirklich benötigt, was kommt da rein. Ein anderer Punkt ist auch hier im Agile Manifest, was wir glaube ich schon mehrmals heute haben. Wer kennt übrigens die zweite Seite vom Agile Manifest? Immerhin, 1, 2. Lohnt sich da mal drauf zu klicken und das mal zu lesen. Die Prinzipien dahinter sind eigentlich fast noch wichtiger wie die erste Seite, finde ich. Aber, und da steht eben jetzt ganz zu Anfang drauf, Individuen und Interaktionen mehr als Prozesse und Tools. Ja. Das sagt uns also, das Human Capital, also sagen wir, der Mitarbeiter im Team, der ist viel wichtiger wie alles andere, auch wie der Prozess, auch wie Scrum ist auch nichts anderes wie ein Prozess. Natürlich ist Scrum ein Prozess. Wenn ich aber ganz fies gesagt habe, da Pappnasen drin sitzen habe, ja, dann kann ich den Prozess auf die schmeißen, wie ich will, da kommt immer Schrott bei hin. Das ist halt einfach so. Ja. Wenn ich meine Leute nicht vernünftig weiterentwickeln, dass die auch weiterlernen und neue Dinge dazu lernen,
nur den Prozess zu ändern, deswegen wird nichts besser. Ich habe schon hervorragende Produkte und hervorragende Projekte gesehen in V-Modell XT oder in Wasserfall. Aber warum? Wegen den Leuten, die in den Projekten gearbeitet haben. Weil die mit der Passion dran gewesen sind, weil die Bock drauf hatten, weil die wussten, ich mache irgendwas, was Spaß macht, was einen Wert hat mit dem Kunden. Deswegen ist es gut gewesen, nicht wegen Scrum oder sonstigen Dingen. Es ist auch eine Fehlannahme, dass Agil mit jedem funktioniert. Es gibt nun mal Menschen, die haben das gerne, wenn man ihnen genau sagt, was sie tun sollen. Am besten schriftlich, mit Checkliste zum Abhaken und bis wann sie fertig sein sollen. Dann sind die zufrieden. Und von wegen, oh, ich muss selber gucken, was ich machen muss und oh, ich muss pullen und überhaupt, da kommen die gar nicht mit klar. Ja, muss man sich von trennen, den Leuten ist ein bisschen radikal, aber manchmal geht es auch nicht anders. Geht mit dir. Dann auch ganz phänomenal, agil ist ein Schalter, den ich umlegen kann. Ja, also ich schicke meine Mitarbeiter für 2 Tage auf ein Scrum Master Training und wir sind agil! Ja, haben wir auch schon auf gut gesehen. Funktioniert leider auch nicht. Oder wir haben mal kurz einen Coach für ein Vierteljahr, dann ist er nachher wieder weg und alles mal flop. Allianz München, super Beispiel dafür. Wurde immer so als der Use Case dargestellt, wie toll es funktioniert. Im Endeffekt, wenn man jetzt mal genau hinschaut, ist wieder alles vorbei. Es ist also nicht so einfach mitgetan, ein kurzes Training oder so zu machen, das ist klar. Denn es ist wie mit jedem Tool. Wenn ich jetzt meinem Sohnemann zu Hause meinen Fuchsschwanz in die Hand gebe und sage, seht mal das Ding, das Brett ab. Entweder ist nachher der Finger ab oder er kriegt das Ding erst gar nicht irgendwie nach vorne und hinten bewegt. Ja. Scrum ist halt auch nur ein Toolset, was ich erstmal lernen muss, was ich erstmal begreifen muss, wie das funktioniert. Ich muss verstehen, wie Joseph schon so schön gesagt hat vorhin, warum mache ich das? Warum mache ich denn sofort zurück? Ah, ich will einen Baumstamm absägen. Ach so, warum mache ich einen Sprintplanning? Hä, die haben halt gesagt, ich muss eins machen. Alle 2 Wochen Sprintplanning. Ja, aber was steckt dahinter? Warum machen wir das? Was ist die Idee dahinter? Das ist das, was wichtig ist. Und so ist es mit jedem Tool. Ich kann nicht erwarten, dass ich ein Tool hinlege und es funktioniert vielleicht super spitzenmäßig. Ja? Da fängt man nachher an, nach dem Schrauben zu dem Baum umfällen zu wollen. Das funktioniert halt nicht. Und eben der Kontext ist auch ganz wichtig hier. Also es dauert einfach eine gewisse Zeit, bis solche Sachen gelernt werden und irgendwas funktioniert. Heißt ja nicht umsonst, bis man glaube ich, diese Perfektion sind, so irgendwie 5000 Stunden irgendwie notwendig. Da wollen wir ja gar nicht hin, bin da froh, wenn es weniger sind. Und zu guter Letzt ist es auch so, je größer das Unternehmen ist, umso schwieriger wird es. Wenn ihr deine Firma habt, von mir ist mit 30, 40 Leuten, ist es natürlich viel, viel einfacher, einen Change zu machen, viel, viel einfacher, die alle mitzunehmen. Wenn ihr eine Firma habt mit 6 Hierarchieebenen, verschiedenen Silos überall und ich muss die alle miteinander mitnehmen, das geht nicht innerhalb von 2 Monaten. Das klappt auch nicht innerhalb von 2 Jahren, das dauert einfach verdammt lange. Und das kann ich auch nicht irgendwie so mal klack irgendwie umschalten, dann wird sich das ganze Firma agil bis zur Chefin, sonst eben hoch, geht nicht. Es dauert einfach wahnsinnig lange, bis das überall im Kopf Klick gemacht hat. Dann nächste Thema, auch sehr weit verbreitet, agil ist einfach. Sieht man ja. So, das Scrum-Prozess sieht super einfach aus. No. Wir haben vorne einen Product-Backlog. Einfach. Und dann noch ein Sprint-Planning, dann kommt ein Sprint-Backlog-Bitten raus. Supi. Wir machen da mal kurz 2-4 Wochen und hinten raus kommt ein potenziell auslieferbares Produkt. Boah, das ist cool. Das will ich auch machen. Das klingt ja wirklich spannend und total einfach. Kann man auch erklären, 5 Minuten, wie ich es jetzt gemacht habe. Wir treffen uns noch einmal am Tag, wir sind ein Meeting an Bord und wir sind agil. Tja. Das Problem aber an dieser Sache ist genau dieses dahinten, dieses potenziell auslieferbare Produkt. Ja. Wenn ich jetzt Umfrage bei euch wahrscheinlich mache und frage, so, wenn ihr agil eingesetzt habt, wie lange hat es gedauert, bis es wirklich hinbekommen hat, nach 2 oder nach 4 Wochen, was hinten rauszubekommen, dann werden wahrscheinlich einige sagen, ah, wir sind immer noch dabei, wir haben noch nicht hinbekommen. Weil es ist einfach verdammt schwer. Ja. Früher war man schon glücklich, wenn man einmal pro Jahr ein Release gemacht hat. Jetzt will man plötzlich, dass man alle 2 bis 4 Wochen irgendwas hinten rauslässt. Das ist nicht einfach. Das ist einfach eine Sache, wo man eine wahnsinnige Disziplin auch braucht. Ja. Das ist auch wieder, dass der Anarchie so ein bisschen gegenspricht. Ja. Um in der Lage zu sein, in diesen kurzen Abständen was zu liefern, was funktioniert, getestet, integriert, dokumentiert ist, muss ich diszipliniert an der Sache dranbleiben und arbeiten. Das ist nichts, was ich mal kurz aus dem Ärmel schütte. Und ist auch nichts, was ganz, ganz einfach funktioniert. Also wie kann das einfach sein, wenn wir solche Sachen leisten sollen innerhalb von kurzer Zeit? Ist einfach nicht einfach. Einfach nicht einfach ist super. Okay. Dann noch so ein Ding. Ja. Viele Firmen fangen an mit Scrum und das allererste, was sie machen, wir kaufen erstmal eine agile Software. Version 1. Jira Greenhopper. Target Process. Wie sie alle heißen, da gibt es ja zig Tools ohne Ende gibt es da.
Und dann meint man, naja, wenn wir das dann irgendwie einsetzen, dann hilft es schon mal viel und dann ist alles prima. In Wirklichkeit reicht es völlig, wenn man mal anfängt mit so einem ganz einfachen Low-Level-Tool. Ich habe da auch so eins mitgebracht hier. Der Mikro hat mir mal ausgeholfen. Ist er da irgendwo? Ach, da ist er. Also man braucht nichts anderes wie ein Whiteboard. Ne? Und dann nimmt man einfach so ein paar Stickies hier. Und hier fängt man die richtige Seite von. Ne? Und benennt so schön seine ganzen Spalten, die man hat. Na, mach jetzt einfach mal so ein bisschen. Ich schreibe jetzt immer nichts drauf, auf keine Zeit. So, machen wir einfach hier so Backlog Doing Done zum Beispiel. Ne? Ich war noch vorhin mal Stifte, die sind irgendwie weg. Ja, da hinten, gut. Ja. Also ganz einfach. Und dann kann ich schon loslegen. Ich sage hier, das ist mein Backlog. Das ist mein Doing. Dann muss ich aufpassen, dass ich nicht runterfalle. Spalten. Fertig ist mein Board und ich kann loslegen. Ich brauche da nicht viel Geld ausgeben. Das ist ganz einfach. Und dann nehme ich mir die anderen schönen kleinen Dinger, die es da gibt. Da kann ich meine Tasks oder User-Story oder auch immer draufschreiben. Und dann pflaster ich mein Ding halt voll und dann legt man einfach los hier. So. Machen wir auch mit der Arbeit, machen wir es uns mal irgendwie fertig. Und das ist schöner. Und das Geile an den Dingern ist, dass man so schön umschieben kann. So, unser agiles Tool, fertig. Ja, wir müssen also nicht irgendwie Tausende von Euro ausgeben, um ein Ding, um dann irgendwie mit sich agil loslegen zu können. Selbst wenn es verteilte Teams ist, das erste Argument ist immer, ja, wir haben auch verteilte Teams, wie können wir sicherstellen, dass die alle das sehen und so. Webcams beispielsweise oder per Paare bilden auf beiden Remote-Teams, die sich gegenseitig abgleichen, gibt es alle Möglichkeiten. Also man braucht nicht damit anfangen. Der zweite Grund, warum es so wichtig ist, ist, wenn man ein agiles Tool kauft, dann ist es out of the box erstmal mit einem Prozess einfach mitgeliefert. Das agile Tool hat einfach einen Prozess drin. Das ist aber nicht euer Prozess. Das heißt, man lässt sich von so einem agilen Tool irgendwie in einen Prozess reinquetschen, der gar nicht dem eigenen Prozess entspricht. Ja, wie in so einer Presse macht man plötzlich irgendwie was und fühlt sich gar nicht wohl dabei und merkt gar nicht, es passt gar nicht vom Unternehmen gar nicht. Ja. Und was viele nicht wissen, man kann so ein Tool wahnsinnig super anpassen. Wenn man sich mal durch den agilen Dschungel durchgearbeitet hat und weiß, wie die Pfade sind, wie man das gerne machen möchte, wie die eigenen Prozesse sind, dann kann man solche Tools hervorragend anpassen. Machen die wenigsten. Die meisten nehmen es so, wie es ist, installieren es und legen los. Ja. Aber man kann es sehr wohl anpassen und das, wie man es hat. Wenn man das nicht macht, hat man ja schon das erste Problem schon in der Bank. Dann, auch weit verbreitet, wer kennt die Comics hier? Liest sie regelmäßig? Ja, ein paar Entwickler kennen die tatsächlich. Schon ein bisschen älter, aber ich fand es immer noch lustig. Immer noch die Idee, agil gibt es nur eine Softwareentwicklung. Ja? Also die Führungskräfte entscheiden, unsere Softwareentwicklung macht Scrum ab sofort. Aber wir machen alles wie früher. Ist schwierig, weil was passiert? Das ist wie wenn man so eine Blume nimmt, so eine schöne Blume und die mitten in die Wüste pflanzt. Die mag vielleicht mal ein paar Wochen blühen und macht dann nie und dann ist tutti. Da war ich unter anderem schon mit dabei, genau wie in einer anderen großen Firma, die hier auch unter anderem hier ist, da war das eigentlich genau das passiert. Man hat so ein ganz Guerilla-Scrum, dann ist immer den Entwickler gesagt, wir wollen Scrum machen, dann haben wir es gemacht. Bloß halt drumherum hat sich nichts geändert und dann nach einem halben Jahr war dann irgendwann, Scrum ist tot. Und es blüht einem jeden, wenn man nicht dafür sorgt, dass die Umgebung einfach unterstützend für so ein Team da ist, dass aber die Umgebung passt, dass der Input für solche Teams funktioniert. Ja. Dass die Teams auch unterstützt werden in dem, was sie tun und dass den Teams auch vertraut werden, dass sie auch gewisse Entscheidungen treffen können und so weiter und so fort. Wenn all die Dinge nachher nicht gegeben sind, dann ist es einfach zum Scheitern verurteilt. Aber dass man so einen Garten bekommt, ist halt auch so eine Sache, gibt es keinen Königsweg, muss man einfach gucken, wie es am besten klappt. Dann, auch oft gehört, vor allem in großen Unternehmen, ja, agil, in so kleinen Teams funktioniert das. Aber uns unmöglich, kann nicht funktionieren. Und dann gehe ich zu kleinen Teams, zum Beispiel zum Rolfi hier vorne, na, mit seinen zwei Leuten und sage, du, pass mal auf, mach mal Scrum. Dann sagt er, du Scrum. Boah, das für uns ist das totale Overload. Das ist so viel Prozess, das ist viel zu viel für Hocken eh gegenüber. Wir sprechen der doch miteinander, wir brauchen kein Daily Scrum. Wir kommen prima mit viel, viel einfachen Dingen zu, sind trotzdem agil und arbeiten trotzdem agil, leben trotzdem die Werte, die da hinten dran stecken. Also für die meisten sehr kleinen Teams ist Scrum ja schon wieder viel zu viel vorgeschrieben, was man alles machen soll. Macht gar keinen Sinn. Da hat man so einen riesen Overhead. Für die zwei Leutchen macht das keinen Sinn. Noch schlimmer ist, wenn ich jetzt ein Mann-Team unterwegs bin, dann macht der Personal Kanban, aber dann macht Scrum wenig Sinn. Und
Und das andere, was dann oft falsch gesehen wird, okay, wir machen Scrum, lass uns mal Scrum komplett im Unternehmen skalieren. Dummerweise kann man Scrum nicht im Unternehmen skalieren so einfach. Ich kann nicht aber sagen, pass mal auf, ihr geht zu Human Resources und sagt, ihr macht jetzt auch Scrum. So, Product Management, ihr macht auch Scrum. Ne? Sondern es geht darum, diese Werte, die dahinter dran stecken. Ja? Wie, dass man sich vertraut in Teams, dass man eine Transparenz schafft, dass die Teams so eine Möglichkeit haben, irgendwo zu entscheiden, weil sie wissen, was abgeht. Ja? Diese Dinge, die Offenheit in solchen Sachen, die einfach die ganzen Scrum-Werte, die wir heute auch schon gehört haben, die sind es, die wir skalieren müssen im Unternehmen. Die sind es, die wir einfach haben müssen. Dass wir die Chefs eben weggehen von Command und Control, ich sage, was du zu tun hast, hin zu, ich unterstütze euch, wo kann ich euch Dinge aus dem Weg räumen, beispielsweise. Ja. Diese Werte sind, die skaliert werden können. Scrum kann man nicht skalieren, das ist klar. Wenn man das probiert, wurde auch schon probiert, ist meistens auch nicht so wirklich so prickelnd. Wenn man irgendwie versucht, ums Verrecken irgendwelche Human Resources Prozesse da irgendwie reinzuquetschen, ist meistens eher kontraproduktiv. Nummer 10, agile gleich kein Design. Wer hat den Witz verstanden? Wer? Fiat Multipla, das wohl hässlichste Auto der Welt. Kein Design. Ja, das ist auch oft so ein Ding, wo man gesagt hat, hör mal auf, ja, du, ich habe letztens von so einem TDD-Veteran, Test-Driven-Development-Veteran gesagt, wir brauchen gar kein Design, wir legen einfach los und das Design steht von ganz alleine. Kann man machen, muss man aber nicht. Also es ist sehr, sehr gefährlich, gerade in größeren, sagen wir mal, größeren Applikationen irgendwie völlig kopflos irgendwie vor sich hin zu entwickeln. Es macht sehr wohl Sinn, sich zu überlegen, vielleicht in so einem Sprint 0 beispielsweise zu überlegen, was ist so eine große Architektur, wo müssen wir ungefähr hin, was braucht man denn so. Damit wir das aber bekommen, müssen wir auch wissen, was ist denn der Purpose, was ist denn der Hintergrund, was ist das Ziel von unserer Applikation. Wie viele User gibt es denn? Wie viele Benutzer gibt es nach meinem System? Wie skalierbar muss das ganze Ding sein? Wie viele Benutzer gleichzeitig sind vielleicht im System drauf? Welche Prozesse laufen dort? Welche Datenmengen existieren? Ja. Und deswegen ist es extrem wichtig, dass man am Anfang vom Projekt auch ganz klar eine Vision mal hat. Das möchten wir erreichen, da möchten wir hin, das muss unser Produkt können. Und dann kann auch so ein Design-Team relativ einfach mal so eine grobe Struktur vorlegen und dann quasi restliche Design-Bild wächst dann wirklich iterativ. Wenn man aber dann, sage ich mal, vor 2 Jahren mal ein Design gemacht hat und dann loslegt und dann nach 2 Jahren feststellt, du, wir hatten doch noch was gemacht und keiner hat es angeschaut, dann war es halt auch für ein Papierkorb. Ja, haben wir vorhin auch schon mal gesprochen gehabt. Wie viel seid ihr bereit wegzuwerfen? Also wie viel macht es wirklich Sinn, in so einen Designprozess zu investieren? Sollte man auch versuchen, so klein wie möglich zu halten und dann loszulegen. Aber kein Design ist, sage ich mal, gerade bei größeren Projekten doch sehr schwierig. Und da habe ich letztens auch auf dem Blog einen coolen Spruch zu gelesen. Design is such an important part of software development that trying to box it into a specific time or phase in a process simply doesn't work. Was passiert denn bei der Softwareentwicklung? Kann ich da direkt Design und das Programmieren voneinander trennen? Nee, das gehört beides zusammen. Wenn ich Software schreibe, mache ich gleichzeitig auch ein gewisses Design. Das sind Dinge, die zusammengehören. Ich kann nicht, wie bei einem Haus, einen Architekten haben, der mir so ein Design macht, dann schmeiße ich über den Zaun zum Entwickler und der programmiert mir so runter. Funktioniert nicht. Ja. Sondern es ist so wichtig, das muss einfach Hand in Hand gehen. Ja. Ich muss schauen, okay, macht das Design Sinn? Müssen wir vielleicht was anpassen, Dokumentation entsprechend nachziehen, statt irgendwie zu versuchen, genau die Dinge irgendwie genauso vorzugeben, wie sie sind. Es ist so wichtig und elementar, dass man es einfach nicht nur vorher machen kann. So typisch Wasserfall, wir machen mal hier Anforderungen, Design, Implementation, Testen, Integration. Okay, oder andersrum. Ja. Oder meistens ist es so, dass Testphase so ist bei Wasserfallprojekten und dann passiert das. Ja. Ach, funktioniert schon. Na, und dann wird das irgendwie rausgeworfen und dann ist alles prima. Und das versuchen wir eben mit agilen Methoden auch zu verhindern. Ja, wo man auch aufpassen muss, dass man dann eben keine Mini-Wasserfälle baut. Man kann diese Wasserfälle auch innerhalb von einem Sprint bauen. Ja, dass ich innerhalb vom Sprint sage, ich mache mal Anforderungen, Design, dann limitiere ich mal. Ja, das wird alles Hand in Hand gehen, die ganzen Sachen. Weil, hat sich doch schon rausgestellt, wer hat schon mal rausgebaut hier? Komm, wieder keiner rausgebaut. Die paar Leute, die rausgebaut, genau. Und was ist passiert? Ich muss erstmal ins Haus reingelaufen und sagen, da wäre die Steckdose wichtig gewesen. Ah, verdammt, der Ausgang aus dem Keller da unten wäre doch spitzenmäßig gewesen. Ja, sobald ich in dem Haus da mal drin bin und mal sehe, wie das Ganze aussieht, kann ich viel besser beurteilen, was für ein Design vielleicht Sinn gemacht hat. So ist es mit Software auch. Wenn ich mal ein Stück Software habe und mir das anschauen kann, kann ich halt viel besser beurteilen, macht das Sinn, muss ich Anpassungen machen. Wenn ich es nur in Papier in irgendwelchen Anforderungen unterschreibe, wo kein Kontext dahinter dran steckt. Dann Nummer 11. Ja, hast du gezeigt.
Agil heißt keine Planung. Wer von euch hat so ein Ding zu Hause? Funktioniert es auch? Ah, nicht immer, ja. Genau. Agil, keine Planung, denkt man oft. Ja, man erlebt es auch sehr oft in Firmen, dass sie dann meinen, naja, wir können den Teams hier alles hinschmeißen, wir können ja jederzeit die Richtung ändern. Die sind ja agil. Ja, cool, wir sind kurz so Delta, deswegen wir ändern kurz mal die Anforderungen. Die sind ja agil. Die können das ja. Ist aber totaler Quatsch. Ne? Jeder von uns kennt es. Wahrscheinlich wäre es heute Morgen im Zug hergekommen. Schon morgen ein paar Leute. Ne? Also man ist heute Morgen aufgestanden mit dem Plan, ich gehe jetzt raus vor die Tür, nehme den Bus von mir zum Bahnhof oder laufe zum Bahnhof oder fahre von mir zum Bahnhof und dann steige ich in den Zug ein, fahre zur Konferenz, steige aus, laufe hier, dann müsste ich ungefähr 5:08 hier sein. Ja? Jetzt war heute Morgen beispielsweise ein Unfall auf dem Weg von Konstanz, so war es bei Hegner irgendwo, war ich einen Unfall heute Morgen und da war plötzlich ein Stau. Jetzt kann ich natürlich, jetzt habe ich natürlich ein Problem, jetzt kann ich meinen Plan ja nicht mehr einhalten, den ich mal vorher irgendwo gehabt habe. Jetzt kann ich mir im Kopf gegen die Wand laufen und sagen, ich will trotzdem 5:07 da sein. Das will nicht funktionieren. Oder nehmen wir an, wir gehen am Bahnhof runter und der Zug fällt von uns auf der Nase weg. Jetzt können wir ja lange sagen, aber ich habe geplant, dass ich den Zug nehme. Ja, der ist weg. Ja, aber ich wollte den Zug nehmen. Der ist nicht mehr da. Ja, aber den Zug, ich habe geplant, den Zug. Ja, da kann man auch gut auf Deutsch sagen, der Zug ist abgefahren. Ja. Und so ist es im Plänen halt oft auch. Ja. Man hat einen Plan gemacht und mir meint halt, man muss an diesem Plan um zu recken festhalten. Das macht doch keinen Sinn mehr. Ja, vorbei. Der Zug ist abgefahren. Ja. Und das ist aber ganz wichtig, dass man dann in der Lage ist, dagegen sich einfach zu wappnen und zu überlegen, wie können wir dieses Risiko, dass der Zug abgefahren ist und dass niemand weiß, wie ich weitermachen soll, entsprechend eingrenzen. Und das ist einfach, indem man, wenn man sich ein bisschen anschaut, das ist auch eine Grafik aus Jürgen Apelos Buch, in welchen Umfeldern wir eigentlich agieren. Ich finde es immer toll, links unten seine Unterhose. Sagt er, er kann sehr gut vorhersehen, was seine Unterhose macht. Und die ist auch nicht so wahnsinnig kompliziert. Wiederum, was in der Unterhose passiert, kann er nicht mehr genau voraussagen, aber ja, das ist einfach. Und die Uhr ist auch klar, ich gucke drauf, die Sekundenzeiger geht nach vorne, die Minutenzeiger, ich kann sie voraussagen. Ist vielleicht kompliziert. Ich bin kein Uhrmacher, ich weiß nicht, wie das Ding genau funktioniert, aber einfach. So. Und dann nehmen wir mal eine Gruppe von Menschen. Das ist schon viel, viel schwieriger vorauszusehen, was diese Menschen jetzt als nächstes machen werden. Ja, wenn ich meine Schwiegermutter nehme, ich kenne sie ganz gut, aber ich bin nicht vermessen genug zu sagen, was sie tun würde, wenn dies und das wäre. Ja. Oder nehmen wir an, ich weiß, dass meine Mutter eine erstklassige Schachspielerin ist, ich kenne sie in- und auswendig, und dann mache ich mir einen Plan, wie ich jetzt das Schachspiel machen werde. Ich ziehe die erste Figur und was passiert? Meine Mutter macht was ganz anderes. Ja, verdammt. Kann ich an meinem Plan festhalten und kann gnadenlos verlieren? Oder ich kann mich entsprechend daran anpassen? Und wenn die dann auch noch im Unternehmen sind, wo noch mehr Leute sind, oder in einer Stadt, wo noch mehr Leute sind, dann wird es noch viel schwieriger, das vorauszusagen. Es hätte keiner voraussehen können, dass morgen ein Unfall passiert in Konstanz. Das weiß ich halt vorher einfach nicht, dass solche Dinge passieren. Oder ich fange an, ein Feature zu implementieren und mache plötzlich das Fass auf und denke, ach du Kacke, es ist doch viel schlimmer, wie ich gedacht habe. Ja? Wenn zum Beispiel die Datumseingaben bis zum 31. September möglich sind, beispielsweise. Das hat aber einer ganz simpel implementiert hier. Dann muss ich mal ein ganzes Fass aufmachen. Und es geht bis ganz unten in die Datenstrukturen, verdammt. Ja, und plötzlich wird es viel, viel schlimmer, als man das ursprünglich angenommen hat. Und darauf muss man entsprechend reagieren können. Von diesen Börsenkursen, da sind wir dann total chaotisch, keine Chance mehr. Auch dieser Pendel können wir dann einfach nicht. Ist ein einfaches Ding, aber man könnte nicht vorhersagen, wie das Ding sich nachher verhält. Aber in diesen komplexen Umgebungen, schon mal jemand Command Intent gehört? Herr Florian, natürlich. Command Intent, ja, bei der US-Armee gibt es den Command Intent. Sagt man mal auf, zum Beispiel, wir müssen diesen Brückenkopf einnehmen. Oder wir müssen auf diesen Berg hoch. Oder wir müssen diesen das einnehmen. Das ist der Command Intent, das ist das Ziel. Könnte man gleichzeitig ins Sprint ziehen. Und natürlich macht die US-Armee auch einen Plan, wie sie diesen Brückenkopf einnehmen wollen. Bloß, ich habe schon wieder den Namen vergessen von irgendeinem, auch ein uralter General, der hat gesagt, ein Plan ist so lange gut, bis der Feind zurückschießt. Ja, danach muss ich meinen Plan verdammt ändern, weil irgendwie der Feind hat sich dann doch irgendwie das Verhalten anders geändert. Wer war's? Genau. Und da habe ich halt keine Möglichkeit. Aber dann habe ich trotzdem nicht irgendwie kopflosen Hühner, sondern die wissen einfach, wir müssen trotzdem den Brückenkopf einnehmen, wir wissen unser Ziel, wir wissen, was für Möglichkeiten wir haben, also müssen wir unseren Plan einfach ändern. Dann ist das halt so. Und deswegen ist dieser Command-Intent einfach wichtig. Trotzdem werden die natürlich nie losgehen und ohne Planung loslaufen.
Und die Eisenhower war das irgendwie Präsident für Eisenhower. Er hat auch gemeint, ja, Pläne sind eigentlich völlig für den Arsch, aber Planen ist trotzdem wichtig. Gut. Und deswegen machen wir das auch wie blöd, Magien. Ja? Wir planen ja die ganze Zeit, das ist man sich irgendwie gar nicht bewusst. Wir legen mal eine Vision irgendwann fest und fangen dann mal an, auf der Vision mal so ein grobes Release-Planning zu machen. Sollte man tun, viele machen es nicht, trotzdem wichtig. Ne? Dass man mal grob festlegt, pass auf, das ist die Vision, die wir haben, die folgenden Dinge mal erreichen, das sind die User-Needs, die wir erfüllen möchten. Lass uns mal grob bei User-Stories festlegen, so auf Epic-Level, die so nach und nach ungefähr kommen werden. Und lass uns mal ein Release planen, was in einem halben Jahr vielleicht rauskommt. Gerade in der Medizintechnik ist es halt so, dass man längere Zyklen hat, aber ist ja kein Thema, man kann ja entweder trotzdem agil arbeiten. Nächste Scheibe oben drunter ist die Iterationsplanung. Jetzt bin ich also in dem Moment angekommen, wo ich sage, okay, jetzt müssen wir dieses Feature implementieren und jetzt ist auch der Augenblick, wo ich genug Informationen habe, um das Ganze zu machen. Ich weiß nicht ein halbes Jahr schon vorher, was in einem Vierteljahr vielleicht passiert, aber in dem Augenblick, wo ich im Sprintplanning sitze, habe ich zumindest mehr Informationen wie vorher und kann mir zumindest mal erlauben, zu überlegen, was in den nächsten zwei Wochen ungefähr passieren wird. Auch da werden Dinge nicht so eintreffen, wie man das gerne haben möchte, aber die Chancen sind zumindest mal viel höher, wenn ich das auf ein halbes Jahr irgendwie versuche. Deswegen haben wir das Daily Planning, also das Daily Stand-Up morgens, um einfach nur zu gucken, sind wir noch im Plan? Können wir das Sprintziel noch erreichen? Was für Dinge stehen uns noch im Weg? Wie können wir unseren Plan entsprechend anpassen, um immer noch dahin zu kommen? Wie können wir also unseren Command-Intent immer noch erreichen in unserer Umgebung, die wir gerade haben? Ja. Und genau diese Sachen sind da, also da ist verdammt viel Planung drin. Ich behaupte immer, man ist in agilen Projekten viel eher in der Lage, auf Ereignisse zu reagieren, wie in jedem anderen Projekt. Wir hatten es mal, ich glaube, ein Projekt bei DHL war das, da war eine Person nur dafür zuständig, den Projektplan zu aktualisieren. Der war auch irgendwie DIN A0 oder so. Also fragt man sich dann schon, wie sinnvoll sowas ist. Dann, auch ein ganz großer Mythos, nur agile Teams sind erfolgreich. Nur agile Teams sind diejenigen, die wirklich erfolgreiche Projekte abschließen können. Und wenn wir nicht agil sind, dann klappt es nicht. Das ist auch so, sag ich mal, so ein Mythos, der sich ziemlich stark hält. Wenn man sich dann so Johannes hat vorhin schon mal davon gesprochen, kurz von diesem Chaos Report, wenn man sich das anschaut von der Stennis Group, da sieht man sehr wohl, okay, Wasserfallprojekte 29% gegen die Hose, okay, aber es gibt nur noch 14%, die irgendwie funktioniert haben. Also ist nicht alles schlecht in Wasserfallland. Ne? Kann nicht alles schlimm sein. Trotzdem sind auch 57% irgendwie gechallenged, weil sie irgendwie über Budget sind oder weil sie über der Zeit sind oder was auch immer. Ja? Und dann guckt man sich die agile Seite an und da sieht man da schon, okay, 42% sind erfolgreich, was ja schon eine ziemlich gute Zahl ist und natürlich auch viel, viel höher als wie bei Wasserfall. Trotzdem gehen immer noch 9% agilen Projekte in die Hose. Wo man sich dann auch wahrscheinlich auch fragen kann, wie agil waren die wirklich, wenn man mal genau nachschaut. Warum lag es denn nachher tatsächlich, dass es nicht geklappt hat? Und auch dort sind es knapp 50% immer noch, die immer noch nicht in der Lage gewesen sind, irgendwie Inside, Budget und Qualität irgendwas Vernünftiges zu liefern. Also auch agile Teams sind nicht immer erfolgreich. Und ich kann sehr wohl in Wasserfallprojekten erfolgreiche Projekte machen. Gibt ja diesen Project Management Body of Knowledge, wer kennt das Buch? Das PMBOK. PMBOK? Kennt keiner, echt nicht. Es gibt keine richtigen Projektmanager hier drin, die sie früher das mal gelernt haben. Ne? So ein dicker Wälzer, wo irgendwie so ein paar Best Practices, Tipps und Tricks und so weiter für Projektmanager drin stehen. Ruhig mal reingucken, ist zwar Wasserfallwelt, aber es sind auch Sachen drin, die gar nicht so schlecht sind. Das ist nicht alles schlecht, was die da früher mal gemacht haben in der alten Welt, in der Wasserfallwelt und was immer noch genug Unternehmen machen in der Richtung. Und dann ist es einfach auch so, dass wiederum die Leute extrem wichtig sind. Wie ich vorhin schon mal gesagt habe, ich kann halt nicht jedem Team einen Scrum-Prozess um die Ohren schmeißen und dann sagen, dann sind die erfolgreich und es funktioniert gar von ganz alleine. Ja, weil die Leute einfach ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil nachher sind. Das kann ich nicht einfach irgendwie erzwingen oder so in der Richtung. Die Leute müssen einfach begreifen, was da genau hinten dran steckt, was genau die Ideen da hinten dran sind. Und dann kann ich vielleicht auch mit dem Team nachher erfolgreich loslegen. Und man ist wahrscheinlich auch nicht mit einem sagen wir, Team einer großen Unternehmung auch nicht mit den ersten Sprints erfolgreich. So die ersten Sprints bei Teams, wo ich meistens, haben die meistens overcommitted, haben gemeint, sie können viel mehr, wie sie eigentlich können, und festgestellt, es ist doch nicht so viel. Und es ist auch völlig in Ordnung, dass man da entsprechend lernt. Wie Joseph vorhin gesagt hat, so ein fail-safe Environment ist bestimmt nicht schlecht, wenn man es hat. Dann Nummer 13. Just follow the rules. Also solange ich jeden Morgen meine Scrum mache,
alle 2 Wochen meine Sprintlinks mache und danach ein Review und eine Retro, dann muss es ja klappen. Weil ich mache ja genauso, wie es festgeschrieben ist. Dann muss ich ja erfolgreich sein. Bäm. Es gibt leider genug Teams, wo wir genau das probieren und das Umswipen genau nach den Regeln festlegen. Und ich habe doch das Scrum Guide Dokument gelesen von Jeff Sutherland und Ken Schwaber und ich mache das genau, wie es da drin steht. Es geht nicht. Und ich mache es nochmal. Dann mache es nochmal und dann im Kopf so bumm, bumm, in die Wand. Ja, das ist mal so eine Boilage, aber ist egal, trotzdem wird weiter gegen den Kopf in die Wand gehauen. Es ist manchmal nicht schlecht, wenn man sein Gehirn einschaltet. So wie es ein echtes. Es schadet nie. Klar sind solche Leute wie Ken Schwaber super, haben sich super Dinge überlegt und haben Riesenerfahrung, was Projekte angeht. Klar ist ein Ken Beck genial gewesen, was XP angegangen ist und welche Ideen der da entwickelt hat. Und klar ist der Prozess von Jürgen Appelow zum Management 3.0 eine tolle Sache und funktioniert vielleicht auch mehr oder weniger in manchen Unternehmen. Ja? Und David Anderson mit seinem Kanban hat auch ein tolles Buch rausgebracht. Alles tolle Sache. Bloß mein Gehirn soll ich trotzdem nicht in Abforderungen abgeben. Ich muss immer noch zur Arbeit kommen und mein Gehirn einschalten und überlegen, macht es Sinn bei uns? Ja? Muss ich vielleicht ein bisschen adaptieren, dass es bei uns funktioniert? Oder muss ich vielleicht mein Unternehmen adaptieren, dass es funktioniert? Aber nur zu versuchen, ist einfach die Regeln zu leben und dann meint man, dass es dann funktioniert, das ist halt leider nicht der Fall. Einfach schön, es könnte alles so einfach sein, ist es aber nicht, sehen die Fanta 4. Dann Nummer 14, ein Rezept für alle. Das ist, geht schon los. Wer hat schon mal Kanban gemacht bei euch? Der Logan traut sich schon gar nicht mehr. Da gibt es ja super tolle Boards online von irgendwelchen Teams, wo man sagt, hey, pass auf, oder auch Henrik Lieberg hat so ein Dokument geschrieben, wo so Vorschläge sind für Kanban-Boards. Bitte nicht nehmen und bei sich selber genauso einführen. Weil, was viele vergessen, gerade bei Kanban ist es eben so, dass man den eigenen Prozess visualisieren soll und nicht irgendeinen Fantasieprozess, den man gerne hätte. Das ist ja schön, wenn man das gerne hätte, aber es macht halt keinen Sinn, den so aufzuschreiben, sondern es macht einfach zu schauen, ist einfach wichtig zu schauen, wie läuft es denn bei uns, wie sieht der Unterprozess entsprechend aus. Oder wenn man irgendwelche Best Practices von irgendwo sieht. Es gibt halt kein One-Size-Fits-All. Hey, die haben das gemacht, bei denen hat es funktioniert, da muss es bei uns auch funktionieren. Nee, eben nicht. Ja. Wenn ich zum Beispiel jetzt nicht, gibt ja die tollen Rezepte online, was ich bei kochrezept.de, keine Ahnung, ne? Und da suche ich mir jetzt ein tolles indisches Gericht aus. Und dann will ich das kochen und stelle fest, ja verdammt, das ist aber eine komische Zutat, die habe ich gar nicht. Und dann gehe ich in den Supermarkt, nee, das kennt man, das habe ich noch nie gehört. Ja. Kann ich versuchen, das trotzdem zu kochen, wird vielleicht grauenhaft schmecken. Ja, also dann weiß ich einfach, in meinem Kontext funktioniert das Rezept halt nicht. Und die werden wahrscheinlich keine Currywurst machen können in Indien, obwohl Curry haben sie ja, aber vielleicht die Wurst nicht. Keine Ahnung. Oder Käsespätzle ist in Asien irgendwie auch verpönt. Ja. Scheiß Bauchschmerzen, die sie dann kriegen. Ja, also so ein Rezept klappt halt einfach nicht überall. Das ist das Gleiche in der agilen Welt eben auch. Ich kann nicht erwarten, dass ich irgendwo ein Best Practice gesehen habe und ich nur das 1 zu 1 vermehren kann und alles super und funktioniert. Ist es halt nicht. Ja. Zum Beispiel Heizung. Macht halt in manchen Ländern keinen Sinn. Man kann trotzdem einbauen, aber ob der Sinn macht, das ist für die Frage. Es ist halt immer der Kontext, der wichtig ist. Ja. Ich muss immer meinen eigenen Kontext betrachten und überlegen, wie passt es in meinen Kontext rein. Und wie kann ich die agilen Werte, die dahinter stehen, das sind ja die wichtigsten. Wie kann ich diese Werte vernünftig legen, die Prinzipien vernünftig legen? Und wie kann ich das trotzdem erreichen, indem ich meinen Prozess anpasse an meine Firma, an meine Umgebung? Das ist eigentlich das, was wichtig ist. Kontext ist das Allerwichtigste, was ganz, ganz vorne steht. Und nur den muss man mit betrachten. Also auch wieder hier einschalten und nicht einfach irgendwie 1 zu 1 Dinge kopieren und sich wundern, warum es nicht funktioniert. Das ist wie wenn dann plötzlich 5 Leute die Klassenarbeit vom anderen abschreiben und sich wundern, verdammt, unser Lehrer hat es entdeckt. Dann, last but not least, so mein Lieblingsthema, das ist glaube ich auch von vielen anderen, von Jürgen Appelow so das Lieblingsthema, Management ist überflüssig. Wir machen jetzt Scrum, wir brauchen kein Management mehr. Management, raus damit. Das mag sehr wohl in Maßen funktionieren in kleinen Firmen, dass man sagt, okay, wir managen uns alle. IDHR, das ist so eine Firma in Deutschland, die das super macht, wo die Löhne transparent sind, jeder weiß, was der andere verdient. Die treffen sich regelmäßig und diskutieren das entsprechend, haben solche Teams, so Review-Teams, wo sich gegenseitig mal coachen und solche Sachen. Da gibt es keinen Geschäftsführer in dem Sinne mehr, richtig? Es gibt einen, also im Buch gibt es einen halt noch, den man den geben muss, aber im Prinzip hat er den genauso Stimme wie alle anderen Kollegen. Genau. Stelle ich mir bei großen Firmen schwierig vor, stellt man sich mal vor, wir machen das bei Microsoft mal, alle sind gleich und sind wahrscheinlich erstmal ein Chaos enden.
Aber wie, wo Jürgen ja vorhin gezeigt hat, diese Firma in China mit 2000 Teams mit 30 Leuten, scheinbar geht es ja irgendwie. Aber man kann jetzt nicht erwarten, dass ein Team von jetzt auf gleich plötzlich sein Management über Bord wirft und alles irgendwie anders macht. Aber Management ist weiterhin ganz, ganz wichtig. Und warum ist es wichtig? Das ist übrigens in Barcelona entstanden, das Bild, wo ich auf der AIL-Konferenz war letztens. Und es ist in Katalanien wohl eine ganz bekannte Übung. Die bauen immer so Menschentürme. Machen sie schon seit ein paar hundert Jahren. Es sind wohl auch erst zwei Leute gestorben in der ganzen Zeit. Also scheint es wohl ganz gut zu funktionieren. Aber was man eben hier toll sehen kann, ist, das ist das Team sozusagen, was eigentlich hier erreichen möchte, was so hoch wie möglich hinaus möchte. Aber ohne den Support von denen da unten, die alle dahin und das und unterstützen und den ganzen Turm mithalten und die Basis bilden, würden die nie so hochkommen. Ja, die würden einfach umfallen. Wenn die jetzt alleine irgendwo stehen würden, die vier oder fünf Leute, meinen anderen sieht man schon gar nicht mehr, der unten drunter steckt hier, der irgendwo. Ja, das ist, die würden es gar nicht hinbekommen. Und das ist das, wo einfach dieser Paradigmenwechsel im Management einfach passiert. Wir müssen einfach weg von, macht mal einen Turm, hinzu, wie kann ich euch helfen, dass der Turm stabil bleibt? Ja, wie kann ich Dinge aus dem Weg räumen zum Beispiel? Das ist aber eine ganz andere Art von Management. Das ist eine ganz andere Art zu arbeiten. Ja. Und ich vertraue euch, dass ihr da oben nicht da wieder runterfallt. Ja. Und wir kriegen das schon irgendwie hin, wie kann ich Dinge aus dem Weg räumen für euch? Und da kommt wieder Martin ins Spiel, der ja hier seine lustigen sechs Augen, seine Klubschaugen hat, der so ein bisschen eben auch vorschlägt, welche Bereiche kann ich denn als Manager beeinflussen? Und wie kann ich ihm als Manager Methoden vielleicht anwenden, um einfach meine Teams, eine Umgebung für meine Teams zu erschaffen, dass sie selbst organisiert arbeiten können, dass vernünftig aus hinten rauskommen und so weiter. Zum Beispiel Energize People einfach, muss ich gucken, was sind eigentlich die Bedürfnisse, die meine Mitarbeiter haben. Womit, was ist denen wichtig in ihrer Arbeitsstelle, in ihrem Leben? Ja, und wie kann ich ihnen helfen, vielleicht diese Bedürfnisse zu erfüllen beispielsweise? War ja vorhin ein tolles Beispiel, die Jürgen mitgebracht hat. Und dann Empower-Teams, ganz, ganz wichtig. Ich kann natürlich sagen, ich will Selbstorganisation haben, aber ich bin trotzdem da kurz um das Land geht und sage, was ihr machen müsst. Ja, dann ist einfach ganz wichtig, den Teams auch eine gewisse eine Autorisierung mitzugeben. Ihr dürft nie die Sachen machen, ihr dürft selber Hardware kaufen, ihr dürft selber entscheiden. Ihr dürft vielleicht auch irgendwelche Sachen machen, aber ich muss einfach die Leute empowern und auch die sagen, ihr dürft Entscheidungen in einem gewissen Kontext auch treffen. Wir haben vorhin gesehen, diese Delegation Map ist ein ganz tolles Tool, um einfach festzulegen, in welchen Bereichen dürft ihr denn wie viel entscheiden und wie viel mitmachen. Also gibt es ganz tolle Möglichkeiten, wie man das umsetzen kann. Dann der Line Constraints haben wir ja vorher schon mal, wenn ich kein vernünftiges Team vorgebe, wenn ich keine vernünftige Vision vorgebe oder Mission für meine Firma, Vision fürs Produkt, ja, dann ist klar, dass die irgendwas machen und irgendwas bei hinten rauskommt. Ich muss also auch überlegen, wie kann ich solche Constraints erlangen, wie kann ich Vision vernünftig definieren, auch immer wieder kommunizieren. Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil. Und, wie gesagt, Pappnasen von vorhin, da muss ich halt eben auch gucken, wie kann ich die vielleicht weiterentwickeln oder lassen sie sich wohl weiterentwickeln. Gibt es ja auch mal, dass man sagt, okay, der geht vielleicht besser woanders. Oder gibt noch andere tolle Berufe. Aber im Endeffekt ist auch eine ganz wichtige Aufgabe von so einem Manager zu schauen, okay, wie kann ich meine Leute weiterentwickeln. Man hat ja heute immer noch das Gefühl, dass manche Personaler die Einsicht haben, ja, wenn ich die auf eine Schulung schicke, dann wissen die ja mehr. Dann gehen die ja zu einer anderen Firma, weil die dann mehr wissen. Also ich kann meine Leute auch dumm halten und komme halt mit meiner Firma nicht voran. Ja, also es ist einfach extrem wichtig, die Leute zu entwickeln, die Möglichkeit zu geben, Dinge dazu zu lernen. Und es ist ganz, ganz wichtig, im Bestandteil zu schauen, wo kann ich Leute weiterentwickeln. Dann in Growth Structure hatten wir ja vorhin einmal mit den 2000 Teams da in China. Aber wichtig, okay, wie kann ich eine Umgebung schaffen, wo Kommunikation einfach möglich ist, wo das Team schnelles Feedback bekommt, wo das Team schnelle Antworten auf seine Fragen auch bekommt. Wie kann ich die Umgebung da entsprechend für schaffen? Das ist eigentlich auch eine Managementaufgabe, dafür zu sorgen, dass die Strukturen im Unternehmen sich da auch ein bisschen ändern, anpassen, dass die Organisation ein bisschen anders ist. Ja, das sind auch alles Managementaufgaben, die da drin stecken. Und zu guter Letzt haben wir dieses tolle Booklet vom Jürgen Upload, Change the World, dass man einfach auch schaut, dass man diese Dinge ständig weiterentwickelt, ständig weitermacht, ständig kontinuierlich verbessert. Ja, es gibt kein Status quo, es gibt kein Stehenbleiben, wenn man als Firma innovativ bleiben möchte und vorne mit dabei bleiben möchte. Das gibt es einfach nicht. Wir müssen gucken, dass wir ständig daran weiterarbeiten und sich ständig weiterentwickeln. Ein ganz, ganz, ganz wichtiger Bestandteil. Gibt übrigens den X-Management 3.0 Kurs in Stuttgart, ganz in der Nähe, 15. oder 16. November. Ja, müsst ihr auf meine Seite nachher gehen, da findet ihr das alles. Könnt ihr euch anmelden. Kurze Werbeblock. Gut. Zu guter Letzt habe ich noch einen Bonus. Und zwar Mythos Nummer 16, agile Coaches haben Haarausfall.
Da habe ich so überlegt, ich habe bisher eigentlich immer gedacht, meine Kinder sind. Aber dann habe ich mal geguckt, verdammt, so sieht es bei mir von oben aus, habe ich mal vorhin fotografieren lassen. Könnte was dran sein? Ja, vielleicht ist es ja wirklich so, dass, seit ich mich mit agilen Methoden beschäftige, man tatsächlich Haarausfall. Wer weiß schon so genau? Hier sind auch so ein paar sind schon da. Ja. Wer weiß? Christian, ne? Ah, okay, nicht schlimm bei mir. Okay. Ja, danke für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es war ein schöner Tag, hat Spaß gemacht. Ich fand toll, dass die Konferenz auch gleich so gut angenommen worden ist. Und auch unsere Leute hier sind, danke an Herrn Stiller, unsere Firma mit 15 Leuten vertreten, das fand ich super, dass sie herkommen konnten. Und ich hoffe, dass es nächstes Jahr noch größer wird und noch mehr Leute kommen, noch mehr Spaß macht. Und wünsche noch einen schönen Abend. Gibt es noch einen netten Untrunk, wo Avira gesponsert hat. Und die Folien zu dem Vortrag könnt ihr auf meiner Webseite finden. Spoonik.de müsste, in 5 Minuten sind sie online. Ich habe es gescheduled. Da könnt ihr die Folien nochmal anschauen. Und ja, danke für eure Aufmerksamkeit und einen schönen Abend.